Sie sind Meister der Bundesliga geworden in der Saison 2013-2014. Ja, der Trainer Frank Schmidt, das ist so wirklich eine legendäre Nummer im deutschen Profifußball. Ich habe mich noch erkundigt, 15 Jahre steht Frank Schmidt bei den Gästen an der Seitenlinie. Das verdient allergrößten Hochachtung und auch allergrößten Respekt. Genauso wie der aktuelle Tabellenplatz. Das ist nämlich Platz 3 mit 36 Punkten, 35 zu 20 Toren. Die letzten 5 Spiele, die hat Heidenheim allesamt nicht verloren. 4 Siege, 1 Unentschieden. Also die Truppe ist in Form. In der Auswahlstabelle Platz 4. Und wie sieht es eigentlich aus in den Spielen gegen die Braunschweiger Eintracht? Derer gab es bisher 15 Stück. Dabei siegte die Eintracht 9-mal, 3-mal trennte man sich unentschieden, 3-mal hieß der Sieger erster FC Heidenheim. Hier im Eintrachtstadion gab es bisher 7 Spiele, 6 Siege für die Eintracht, 1 Unentschieden. Und das letzte Spiel, da haben die Heidenheimer schon klar gemacht, in welche Richtung das in dieser Saison gehen soll. Da gab es eine 3-0 Niederlage für die Braunschweiger Eintracht. Der höchste Sieg, der ist schon ganz, ganz lange, das heißt so lange eigentlich auch nicht mehr im Gedächtnis, werden ihn die meisten haben. Der letzte Spieltag der Aufstiegssaison 2010-2011, als die Eintracht schon lange durch war, der erste FC Heidenheim auch, da trennte man sich hier 4-0. Besonders schön in Erinnerung, damals die Fans des ersten FC Heidenheim, wie sie hier seinerzeit Eintrachtsaufstieg mitgefeiert haben, mit der Polonaise. Die Bilder haben bestimmt noch einige im Gedächtnis. Tja, heute geht es mal wieder um Punkte. Und Heidenheim, wie gesagt, Tabellendritter mit einem mehr als erfahrenen Trainer, Frank Schmidt, der sich für folgende Mannschaftsaufstellung entschieden hat. Im Tor bei den Gästen beginnt mit der Nummer 1 Kevin Müller, die Nummer 3 Jan Schöppner, die Nummer 4 hat Tim Siersleben, die Nummer 6 Patrick Meinta, die Nummer 10 Tim Kleindienst, mit der Nummer 11 Dennis Tomala, mit der 16 Kevin Simone Sessa, mit der Nummer 18 Marvin Lee Rittmüller, mit der 19 Jonas Fürnbach, mit der 33 Lennart Maloney, mit der 37 Jan-Niklas Beste. Als Einwechselspieler bei den Gästen stehen bereit mit der Nummer 8 Andreas Geibel, die Nummer 9 Stefan Schimmer, die 17 Florian Nick, die 20 Janis Bonic, die 24 Christian Kühlwetter, die 27 Thomas Keller, die Nummer 30, herzlich willkommen bei der Eintracht mal wieder hier in Braunschweig, Norman Teuerkauf, und die 31 Mertin Aslan, nicht zu vergessen die 22 Vitus Eicher. Bei dieser Gelegenheit begrüßen wir natürlich auch recht herzlich die mitgereisten Verantwortlichen und auch die mitgereisten Fans. Und so ist heute das erste FC Heidenheim recht herzlich hier im Eintrachtstadion in Braunschweig. Schön, dass ihr da seid. Die heutige Partie wird geleitet von Schiedsrichter Wolfgang Hasselberger, assistiert an den Seitenlinien von Lars Herbst und Daniel Riedl, vierter Offizieller des Lula Jürgensen und die Assistent Patrick Heid. Auf dem Schiedsrichter gespannt. Ein recht herzliches Willkommen hier im Eintrachtstadion. Oh!
wir kommen zu unserem Uhrenvergleich. Wenn jetzt der Eintracht-Gong ertönt, ist es 10 Minuten vor Beginn des Spiels. Zehn Minuten vor Beginn der Partie Eintracht Braunschweig gegen den 1. FC Heidenheim. Und damit kommen wir zur Mannschaftsaufstellung unserer Braunschweiger. Im Torwartkapitän mit der 16, Jasmin. Die Nummer 3, wir sagen herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag. Happy Birthday, Salo. Mit der Nummer 9 beginnt Neuen Braunschweig. Herzlich willkommen, Manuel. Ebenfalls neu bei der Eintracht. Auch hier ein herzliches Willkommen der Nummer 13, Tarsis. Dann haben wir mit der Nummer 15, Nathan. Die Nummer 19 hat Andon. Die Nummer 21, das ist Kita. Mit der 23 beginnt Danilo. Die 26, die hat Jan Henrik. Die 37, Fabio. Und mit der Nummer 44, ebenfalls neu bei der Eintracht. Herzlich willkommen im Logge, Linus. Als Einwechselspieler bei Eintracht stehen bereit mit der Nummer 7, Maurice. Die Nummer 10, Emanuel. Mit der 14, Anthony. Die Nummer 20, Leon. Mit der 22, Enrique. Die Nummer 27, Nico. Mit der 29, ebenfalls herzlich willkommen bei Eintracht, Hassan. Die 39 hat Robin. Und mit der Nummer 1, und Torben. Unser Trainer, das ist Michael. So, ich darf jetzt ganz, ganz kurz um eure Aufmerksamkeit bitten. Der BTSV Eintracht trauert um Winfried Herz, der ein Jahrzehnt lang das Spiel unserer Oberliga-Elf geprägt hat. Herz verstarb am 9. Dezember 2022 im Alter von 93 Jahren. Winfried Herz kam 1951 aus der DDR zum Eintracht. Er führte die Mannschaft 1954 in der Oberliga Nord auf einen guten vierten Platz. 1958 schaffte die Elf sogar Platz 2 und erreichte damit die Gruppenspiele um die deutsche Meisterschaft. Bis 1961 stand Herz in 157 Oberligaspielen für die Löwen auf dem Platz. Dabei gelangen ihm 49 Tore. Wir verneigen uns vor unserem früheren Mannschaftskapitän Winfried Herz und freuen uns, dass seine Söhne Andreas und Michael an diesem Gedenken heute teilhaben. Ruhe in Frieden, Winnie. Vielen Dank. Alle Scheiße, alle Scheiße.
jedenfalls im Spielertunnel, auch bei Schiedsrichter ist man schon fast komplett. Und die Mannschaft, die werden heute von unseren Anlaufkids begleitet, vom Kidsclub, von Eintracht Braunschweig und dem SV Fümmelsen. Tja, kann ich nur noch sagen, viel Spaß beim Spiel der Eintracht gegen den 1. FC Heidenheim, präsentiert von Eintracht 100. Thank you.
Ihr Partner für Rohstoffe und Entsorgung präsentiert Ihnen die heutige Zuschauerzahl. Eintracht Braunschweig bedankt sich bei 16.776 Zuschauern. Thank you.
Sieger in der Kategorie Nummer 18 war in die Rückrunde. Und die Sieger das Beste dafür sind 9 Kategorien. Da haben wir Stefan Schimmer und mit der 24 Christian Kühlwetter. Die Nummer 7 Maurice Bulldog und die 14 André Uta.